Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Delhi Guide. Delhi, wirklich eine Civ, die sehr, sehr, sehr viel Spaß macht zu spielen, finde ich. Aber die auch schwierig zu spielen ist. Und deswegen dachte ich mir, es macht einfach Sinn, wenn ich euch dafür vielleicht einen Guide anbiete. Und wir legen direkt los. Ganz viel Spaß! So, wir befinden uns hier also jetzt in einem Replay von einem Ranglistenspiel von mir. Mein Gegner war zu dem Zeitpunkt auch Conqueror 3 und spielt ebenfalls Delhi, wobei diese Build-Order sich nicht nur auf Delhi Mirror bezieht, sondern eigentlich gegen jegliche Civ anwendbar ist, mit vielleicht kleinen Änderungen, auf die ich aber eingehen werde. So, das Opening mit Delhi ist natürlich etwas anders, als man es von anderen Völkern kennt. Wir haben unsere 6 ersten Dorfbewohner und einer von denen geht direkt in Richtung Bären und baut dort eine Mühle, während die 5 anderen erstmal auf Holz gehen und genau 50 Holz einsammeln. Das brauchen wir später nämlich noch, um ein Bergarbeiterlager zu bauen. Der erste Dorfbewohner, der aus dem Dorfzentrum rauskommt, hat auch noch eine ganz besondere Aufgabe, und zwar soll er eine Moschee bauen. Mit Delhi. Die Upgrades sind alle umsonst und die Moschee ist ziemlich wichtig, dass man die so früh wie möglich bekommt als Delhi, damit man dort schon mal die Upgrades auch entwickeln kann. Der Worker, der die Mühle gebaut hat, baut anschließend ein Haus. Und in der Mühle versuchen wir natürlich auch direkt die Upgrades anzudrücken, damit wir hier erst gar keine Zeit vergessen. Oder verlieren, eher gesagt. So, unser Plan ist es jetzt mit 8 Workern auf Nahrung zu kommen. Deswegen schicken wir die Worker, die hier das Haus gebaut haben und die Moschee gebaut haben, ebenfalls an Nahrung. Der Sammelpunkt lag jetzt gerade auch noch auf der Nahrung, bis wir 8 an den Bären haben. Und dann geht der nächste Worker an das Gold. In der Moschee drücken wir natürlich auch direkt die Upgrades an. Wichtig, als erstes die effiziente Produktion andrücken. Das erhöht die Produktionsrate von militärischen Gebäuden, in denen ein Gelehrter sitzt, um plus 100%, was einen ziemlich großen Einfluss hat. So, wie gesagt, wir bauen jetzt noch ein Bergarbeiterlager und wir sehen, wir haben jetzt genau 0 Holz. Deswegen war es so wichtig, dass wir hier am Anfang noch die 50 Holz von dem Baum mitgenommen haben, damit wir eben jetzt das Bergarbeiterlager hier hinbauen können. Unser Ziel ist es jetzt, 3 Dorfbewohner an Gold zu bekommen, sodass wir dann eine Aufteilung haben von 8 Workern an Nahrung, 3 an Gold. Das ermöglicht uns, ein gutes Feudal Edge Timing zu treffen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, so viele Schafe wie möglich mit unserem Scout zu finden. Wenn wir jetzt also die 3 an Gold haben und 8 fleißige Dorfbewohner an den Bären schon sind, dann setzen wir wieder den Sammelpunkt um und kümmern uns jetzt um das Holz. Weil wichtig, dass wir jetzt gleich sehr viel Holz reinbekommen. Denn sobald wir Feudal Age sind, wollen wir ganz, ganz, ganz viele Gebäude bauen. Das sehen wir aber gleich noch. Ich tue mal etwas vor, solange hier jetzt nicht so viel passiert. Wir nähern uns jetzt langsam dem Timing fürs Feudal Age. Und das Feudal Age werden wir mit dem Turm des Sieges erreichen. Das ist der Plan dieser Build Order. Turm des Sieges ermöglicht einen 20% Attack Speed Buff auf alle Infanterieeinheiten, die im Einflussgebiet von dem Gebäude gebaut werden. Früher war das ja so ein Radius, wo die Einheiten erstmal reinlaufen müssen, um den Buff zu bekommen. Mittlerweile müssen die Militärgebäude einfach nur noch in einem Feld angrenzen. Das sehen wir aber gleich nochmal ein bisschen besser. Und dann sind automatisch alle Einheiten, die aus diesen Militärgebäuden rauskommen, mit diesem Buff versorgt. So, wir gehen mit 4 Leuten ins Feudal Age und zwar mit 4 von der Nahrung. Alles andere ist weiter auf Holz gerallied. 4 an Nahrung ist immer so der Klassiker, weil das genug Nahrung einbringt, um konstant Dorfbewohner durchzubauen. Und wir brauchen jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr Nahrung als für unsere Dorfbewohner. Und ein Holzfällerlager. Das, genau, vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, wir nutzen diesen angefangenen Baum vom Anfang, um noch ein bisschen Holz reinzuholen, bevor wir dann genug Holz haben, um Holzfällerlager an den Wald zu bauen. Das erste Upgrade ist schon durch in der Moschee. Auch noch wichtig, wir bleiben mit 3 Workern weiterhin an Gold. Deren Aufgabe ist es, 130 Gold abzuarbeiten.
um gleich hier noch einen zweiten Gelehrten zu produzieren. Das ist, ja, ich will nicht sagen ein Trick, aber das ist die neue Meta als Deli, die man herausgefunden hat. Dadurch braucht man nicht später eine zweite Moschee, weil man schon die zwei Gelehrten hat. Die Gelehrten buffen die Upgrades, beziehungsweise die Upgrades entwickeln sich schneller, dadurch, dass zwei Gelehrte dann in der Moschee sitzen. Und ja, ist einfach eine sehr gute Möglichkeit. So, wir haben jetzt 130 Gold. Normalerweise sollte man jetzt sofort die Goldarbeiter ebenfalls an Holz schicken. Wie gesagt, wir wollen einfach super viel Holz haben. Manchmal trifft man das Timing nicht ganz und man vergisst es ein wenig, wie ich jetzt zum Beispiel. Wichtig ist es aber, dass der Gelehrte auch so früh wie möglich angedrückt wird. Das heißt, in dem Fall habe ich kurz das Upgrade abgebrochen, habe den Gelehrten angedrückt und habe dann wieder das Upgrade laufen lassen. Das ist wichtig, dass der Gelehrte halt auch wirklich produziert wird und ich jetzt noch 1:11 warten muss, bis das Upgrade durch ist. Also es ist wirklich wichtig, dass der Gelehrte jetzt produziert wird, weil, ihr seht schon vom Timing her, der Gelehrte ist nämlich dann genau fertig, wenn wir auch das Fetal Age erreichen. Und dann können wir das wohl so ziemlich wichtigste Upgrade sofort andrücken für Deli. Und zwar, dass wir im Fetal Age die heiligen Stätten einnehmen können. So. Ansonsten in allen Wirtschaftsgebäuden, sobald es geht, natürlich immer die Upgrades andrücken. Häuser nicht vergessen. Das werde ich nicht nochmal extra ansprechen. Dorfbewohner durchbauen. Und jetzt habe ich es gemerkt, ich habe hier 42 Gold zu viel abgebaut. Wie gesagt, kann passieren, ist jetzt kein Beinbruch. Aber eigentlich wollen wir nur diese 130 Gold haben, um den zweiten Gelehrten zu produzieren. So, die gehen an Holz. Und die Jungs und Mädels, die hier dann den Turm des Sieges gebaut haben, gehen anschließend wieder zurück an Nahrung. Weil wir jetzt natürlich dann gleich in die Situation kommen, dass wir auch wieder mehr Nahrung benötigen, um dann halt auch Militär aufs Feld zu bekommen. Wichtig ist, wenn wir Feudal Age erreichen, Upgrades andrücken. Ihr seht jetzt schon hier in der Moschee, das Upgrade ist noch nicht ganz fertig, was die Lebenspunkte von den Gelehrten um plus 40 erhöht. Das macht aber nichts, weil der Stand des Upgrades wird immer beibehalten bei Deli. Das heißt, wir können das Upgrade jetzt abbrechen und das wichtige Heiligkeit-Upgrade andrücken und dann das andere Upgrade wieder nachlaufen lassen. Das sollte man auch ziemlich zügig tun, wenn man das Fetal Age erreicht. Jetzt mache ich es. Das Upgrade abgebrochen, das Wichtige angedrückt, danach das wieder eingereiht und das behält seinen Stand bei, sodass jetzt nur noch der Rest weiterentwickelt werden muss gleich. Ansonsten, immer wenn ihr ein Age-Up habt als Deli, ist es unglaublich wichtig, ihr seht schon, jetzt kicken hier die ganzen Upgrades rein, dass ihr alle Upgrades andrückt, die irgendwie möglich sind. Im Bergarbeiterlager, in der Mühle, im Holzfällerlager. Ja, immer darauf achten. Kann man leicht mal vergessen, ist es aber sehr wichtig. So, wo ich jetzt das Fetal Age erreicht habe, baue ich sofort eine Schmiede, um die Upgrades anzudrücken. Man kann sehr greedy spielen mit Deli und sofort auf zwei Schmieden gehen. Das möchte ich euch aber in dieser Build-Order jetzt nicht unbedingt beibringen. Ich finde, eine Schmiede ist schon wichtig und nice. Die kann man direkt mitnehmen. Und ja, auch hier natürlich direkt das Upgrade andrücken. Am besten nicht vergessen, wie ich es hier jetzt gerade auch tue. Und dann wollen wir mit dem nächsten Holz auch schon unser erstes Militärproduktionsgebäude haben. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier gerade in einem Daily Mirror. Und mein Gegner ist hier übrigens auf den Glaubensdom gegangen. Ich denke, dass Turm des Sieges deutlich stärker ist mittlerweile. Ich rechne damit, dass mein Gegner Kavallerie spielt und geht deswegen auf eine Kaserne. Hauptsächlich wollen wir eine Feudal Age Armee haben, die hauptsächlich aus Archern, also aus Bogenschützen besteht, weil die extrem davon profitieren, dass sie einen 20% Attack Speed Bonus bekommen. Man kann sich dann quasi aussuchen, was man haben möchte. Das kann man auch von der gegnerischen Civ abhängig machen, ob man jetzt lieber mit einer Barracks eröffnet, also mit ein paar Speerkämpfern, oder ob man vielleicht mit einem Stable eröffnet. Manche würden jetzt natürlich sagen, okay, Turm des Sieges bufft natürlich nicht den Stable, was bringt mir da der Stable? Aber die Lightcap auf dem Feld zu haben, ermöglicht einem einfach von Anfang an ja, mobil zu sein, schnelle Einheiten auf der Map zu haben, vielleicht den Gegner auch ein bisschen zu raiden, zu stören. Also ist ein bisschen persönliche Präferenz. Ich spiele auch sehr gerne den Stable,
In dem Fall habe ich die Barracks gebaut. Müsst ihr schauen. Wichtig ist nur, wenn ihr den Stable baut, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr ein bisschen mehr Nahrung braucht, weil die Light Cav natürlich teurer ist als zum Beispiel jetzt die Speerkämpfer. Okay, ich lasse mal weiterlaufen. Deswegen brauchen wir übrigens auch so viel Holz, ne? Weil wir sind dann im nächsten Age. Wir wollen eine Schmiede haben, wir wollen ein Produktionsgebäude haben, wir wollen am liebsten noch eine Schmiede haben, wir wollen am liebsten noch ein Produktionsgebäude haben. Deswegen ist das so wichtig, dass wir so viel Holz so schnell wie möglich abbauen. Vielleicht ganz kurz, während hier fleißig weitergebaut wird, der generelle Gameplan. Wie gesagt, wir gehen auf einen Heavy Archer Ball, der entweder durch Speerkämpfern oder durch Light Cav supported wird. Und sobald das Upgrade hier durch ist, versuchen wir die heiligen Stätten einzunehmen. Da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen. Ihr müsst immer scouten, was der Gegner macht. Das predige ich ja schon immer. Aber versucht nicht zu überstürzt direkt alle Sacred Sites einzunehmen. Also wir haben eh nur zwei Gelehrte, das heißt, wir können maximal zwei auf einmal einnehmen. Aber stürmt nicht direkt los, sondern gerade wenn ihr merkt, euer Gegner versucht euch im Feudal Age herauszufordern, will euch nicht einfach so die heiligen Stätten überlassen, dann geht das Ganze vorsichtig an. Konzentriert euch wirklich erstmal nur auf eine heilige Stätte. Nehmt die ein und kümmert euch dann um die zweite heilige Stätte. Ja, diese Vorgehensweise ist wesentlich besser, wenn der Gegner versucht, Druck auszuüben, als wenn man zu überstürzt versucht, die heiligen Stätten einzunehmen und diese deswegen dann nicht halten kann. So, ich baue jetzt auch noch die zweite Schmiede, nachdem ich das zweite Produktionsgebäude gebaut habe mit dem Schießstand. Wie gesagt, der Schießstand sollte immer das zweite Produktionsgebäude sein, weil wir auf jeden Fall die Archer haben wollen. Die Upgrades kommen jetzt auch alle durch, was ein schönes Timing ist, weil wir sehen jetzt, dass hier unsere wichtigen Wirtschafts-Upgrades alle fertig werden, kurz bevor das Upgrade auch fertig wird. Und dann können wir halt unsere Gelehrten ausladen und sie nach vorne pullen. Ich versuche immer mit den Speerkämpfern, wenn ich weiß, was mein Gegner tut, laufe ich gern schon mal mit meinen Speerkämpfern voraus zu einer Sacred Site. Und wenn mein Gegner mich nicht herausfordert, versuche ich die auch schon mal einzuwallen. Aber wenn der Gegner zum Beispiel frühe Archer auf dem Feld hat und ihr Speerkämpfer habt, dann macht das natürlich wenig Sinn. Auch hier ging mein Plan etwas in die Hose, weil mein Gegner hier mich etwas überrascht hat, indem er sehr früh sehr viel Light Cav auf dem Feld bekommen hat. Ja, kein optimaler Start für mich in diesem Fall natürlich. So, zweite Schmiede nimmt auch Upgrades. Hier vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis. Grundsätzlich sind die Defensiv-Upgrades immer wichtiger als die Offensiv-Upgrades. Das Upgrade, was am meisten Einfluss auf Fights hat, ist normalerweise das defensive Pfeil-Upgrade. Trifft natürlich nur zu, wenn euer Gegner auch Fernkämpfer hat. Ansonsten ist es auch sehr, sehr gut, dann möglichst schnell das Pfeil-Attack-Upgrade zu holen, weil ihr halt eh auf viele Archer gehen wollt und die Archer eh einen erhöhten Attack-Speed haben. Da macht das natürlich auch Sinn, wenn eure Archer dann ein bisschen mehr Damage machen. Ich habe in dem Fall hier in meiner ersten Schmiede das Defensiv-Upgrade direkt angedrückt und habe danach das Attack-Grade eingereiht, während jetzt in der zweiten Schmiede dann das defensive Nahkampf-Upgrade und das Attack-Upgrade eingereiht ist. So, was wir jetzt tun, ist Armee pumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Wir wollen so viel Armee wie möglichst aufs Feld bekommen und wollen mit dieser Armee die Sacred Site einnehmen. Das betrifft jedes Matchup, was ihr spielt. Wir wollen Armee im Feudal Age aufs Feld bringen, unsere Gelehrten gleich dazu ziehen und Sacred Sites einnehmen. Wenn wir die Sacred Sites eingenommen haben, also ich würde echt empfehlen, sich auf zwei zu konzentrieren. Der Spawn ist hier natürlich auch sehr interessant, weil die beiden so nah beieinander liegen. Das könnte natürlich auch anders aussehen, dass die eine Sacred Site zum Beispiel hier ist, also ein bisschen weiter auseinander sind. Ich würde euch empfehlen, sich auf zwei Sacred Sites zu konzentrieren, weil alle drei zu halten ist wirklich nicht einfach. Und die zwei reichen eigentlich, um genügend Gold reinzubekommen,
um das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise um uns einen großen Vorteil zu bringen. Wenn wir merken, dass unser Gegner uns die Sacred Sites überlässt und uns gar nicht so richtig herausfordert, dann ist es wichtig, sich nicht nur auf diesen beiden Sacred Sites auszuruhen, sondern weiter zu pushen und auf den Gegner Druck machen mit unserer Feudal Age Armee. Wenn wir merken, dass unser Gegner aber mitspielt und im Feudal Age auch sehr viel investiert und mit uns fightet, dann bleiben wir eher in einer etwas defensiveren Position und versuchen, unsere zwei Sacred Sites zu verteidigen. Ja, okay, also das ist der Gameplan. Das ist sehr wichtig, dass ihr versucht, das umzusetzen. Ich habe jetzt in dem Fall gemerkt, dass mein Gegner wirklich sehr, sehr viel Lightcap spielt und habe deswegen jetzt meinen Gelehrten in die Kaserne gesteckt. Damit könnt ihr übrigens auch immer ganz gut tricksen. Je nachdem, welche Einheit ihr gerade dringend braucht, steckt einen Gelehrten in das Gebäude und das Gebäude produziert doppelt so schnell wie sonst. Das heißt, das ermöglicht euch natürlich wirklich sehr schnell sehr viel Armee und vor allem auch die Einheiten aufs Feld zu bringen, die ihr in dem Moment unbedingt braucht. Also da das immer im Hinterkopf behalten. Ressourcenmanagement immer ein bisschen aufpassen. Mir ist es jetzt hier in dem Fall selber passiert, dass ich zu viel Holz bekomme und zu wenig Nahrung. Generell braucht ihr eigentlich nie mehr als 15 Worker an Holz. Vielleicht reichen auch eher 12, dass ihr da etwas früher auf die Nahrung switcht. Ja, ein kleiner Fehler, der mir hier auch passiert ist. So, den Fight habe ich auch gut gewonnen. Wie gesagt, ich war etwas überrascht von dem Gameplan meines Gegners hier, der sehr, sehr, sehr viel Lightcap gespielt hat. Und hier mit vielen Gelehrten an die Front geht. Aber mit meinen Speerkämpfern kriege ich das ganz gut gekontert. Kann jetzt hier die erste Sacred Site einnehmen. Und das meinte ich, ne? Nicht zu greedy werden. Ich habe jetzt nicht hier direkt meinen zweiten Gelehrten losgeschickt, um irgendwie die Sacred Site einzunehmen. Sondern ich konzentriere mich jetzt erstmal mit meiner Armee, mit meinem gesamten Fokus auf die erste Sacred Site. Und verlagere dann meinen Fokus auf die zweite Sacred Site. Ich habe jetzt auch noch eine zweite Archery Range geaddet. Um einfach, wenn ihr merkt, das Einkommen wird immer besser, kriegt meine Ressourcen nicht mehr so richtig ausgegeben, dann muss halt das nächste Produktionsgebäude kommen. So, ich fighte hier, das ist ein ziemlich guter Fight für mich, weil mein Gegner einfach nur Lightcap hat. Und meine Speerkämpfer, die sogar auch noch vom Turm des Sieges gebufft sind, sich da echt ganz gut durchfressen können. Kann hier jetzt die erste Sacred Site einnehmen. Hinten dran laufen die Upgrades durch und das ist eigentlich auch schon so das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte. Vielleicht noch als kleinen Hintergrund, ihr seht, wie viel zu viel Holz ich hier habe, also ne, solche Fehler passieren mir auch. Ein bisschen mehr Holz zu haben ist übrigens nicht so dramatisch, weil das Holz könnt ihr sehr gut nutzen, um das hier zu tun. Das solltet ihr immer machen, wenn ihr eine Sacred Site eingenommen habt. Nutzt eure Infanterie. Die Daily Infanterie kann Walls ziehen und Walls die Sacred Site ein. Das gibt euch einfach sehr viel mehr Zeit. Selbst wenn ihr nicht mehr Map Control habt, selbst wenn euer Gegner gerade eine bessere Armee habt, denn hier übrigens gerade geradet. Aber selbst wenn euer Gegner eine bessere Armee hat, kauft euch das einfach Zeit, bis er die Sacred Site einnehmen kann und kann ich einfach eine Einheit zum Beispiel dahin schicken. So, wenn ihr die Sacred Site habt, dann fängt natürlich langsam an, das Gold reinzuticken über das passive Einkommen. Und im Normalfall wollt ihr eigentlich mit Workern gar nicht an Gold gehen, sondern ihr wollt wirklich dieses passive Gold der Sacred Site nutzen und eure gesamte Power, euer gesamtes Nahrungseinkommen, euer gesamtes Wood-Einkommen wollt ihr nutzen, um Feudal Age Armee aufs Feld zu bringen, diese Sacred Sites damit zu schützen, und das passive Gold nutzt ihr dann entweder in einem langen Feudal Age Fight, um weitere Gelehrte sogar noch zu produzieren, oder ihr schaut, dass ihr euren Fokus auf mehr Nahrung verlagert und dann sogar Castle Age andrücken könnt. Also wie gesagt, nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Build Order war, glaube ich, klar. Zum Game Plan. Ihr konzentriert euch auf eine Sacred Site nach dem anderen. Versucht die einzunehmen. Versucht die zu halten. Vor allem, wenn euer Gegner selber ein aggressives, aktives Feudal Age spielt, konzentriert ihr euch darauf, die Sacred Sites zu halten, zu verteidigen.
Und wenn ihr merkt, dass euer Gegner eher passiv spielt, oder ja, boomt, wirtschaftlich spielt, dann belastet ihr es nicht nur bei den zwei Sacred Sites, sondern versucht, die dritte einzunehmen, beziehungsweise macht auch wirklich direkt Druck auf seine Base. Ja, ihr seid Delhi, ihr habt eine super starke Feudal Age Army, vor allem auch durch den Turm des Sieges. Hier seht ihr übrigens nochmal den Einfluss. Ne, wenn die Gebäude also an dieses Feld angrenzen, dann sind alle Einheiten, die daraus produziert werden, automatisch gebufft. Ihr habt eine super, super starke Feudal Age Armee und diese Feudal Age Armee wollt ihr nutzen. Nutzen, um euer passives Goldeinkommen zu bekommen, um entweder mehr Gelehrte zu bauen oder eben um euch sogar schon langsam aufs Castle Age vorzubereiten. Oder ihr benutzt eure Armee vielleicht auch gleichzeitig, um wirklich Druck auf euren Gegner auszuüben. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, okay, ich habe mich hier verteidigt. Ich bin schon in einer ganz netten Position. Ich versuche jetzt auch schon den Druck zu erhöhen und direkt meinen Gegner zu pushen. Einen kleinen Trick vielleicht, den ich euch noch mitgeben kann. Ich mache das gerne, das mache ich auch manchmal mit anderen Völkern, mit Osmanen zum Beispiel, dass ich einfach, wenn ich sehr viel in Feudal Age investiere, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich merke, ich habe einfach eine sehr gute Armee, ich bin meinem Gegner überlegen, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt sage, okay, ich brauche jetzt gerade kaum noch Holz, ich ziehe nochmal 10 Worker von meinem Holz weg und pack die an Nahrung, an Gold, um dann, während ich Druck auf meinem Gegner ausübe, während ich eine gute Armee habe, dann im Hintergrund auf einmal das Castle Age habe und ja, mein Gegner hoffentlich erschrocken vom Stuhl fällt, weil ich auf einmal im Castle Age bin, obwohl ich eben die ganze Zeit Druck mache. So, das Spiel ist jetzt gleich hier auch wieder vorbei. Wir kriegen hier noch einen Raid rein. Ich habe ein paar Speerkämpfer zu Hause gelassen. Das könnt ihr euch vielleicht auch angewöhnen, gerade wenn euer Gegner so aktiv ist und euch versucht zu raiden, dass ihr immer versucht, ein paar Speerkämpfer an euren wichtigen Ressourcen zur Defensive zu haben, damit ihr da nicht so ein Echo-Damage bekommt. Ich kann ja zum Beispiel hier, das meinte ich gerade im Hintergrund, noch auf Castle Edge gehen. Und wenn das Spiel in Castle Edge weitergehen sollte, empfehle ich euch auf jeden Fall, mit dem Komplex des Verteidigers hochzugehen. Der ermöglicht euch, Burgen für nur 600 Stein zu bauen und ihr könnt ein Upgrade in diesem Landmark entwickeln, dass eure Burgen funktionieren wie Dorfzentrum, dass ihr daraus Worker bauen könnt. Und das ist einfach ein sehr, sehr starkes Ding. Also wenn das Game noch weiterläuft, ins Castle Edge rein, dann solltet ihr den Fokus auf dieses Landmark legen, solltet anfangen, die Reliquien einzusammeln, wieder bei einem Age-Up alle Upgrades andrücken, die es so gibt, in der Schmiede alles einreihen, ja, in der Moschee die nächsten Upgrades andrücken, Wirtschafts-Upgrades, also immer dran denken, die Wirtschafts-Upgrades anzudrücken. Und nicht vergessen, dass ihr bei euren Produktionsgebäuden ein bisschen aufpassen müsst, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Speerkämpfer-Upgrade hole und ich nur eine Barracks habe, dann ist für 2 Minuten 30 diese Barracks einfach geblockt mit diesem Upgrade und ich kann da keine Speerkämpfer raus produzieren. Deswegen vielleicht darauf achten, wenn ihr in Castle Age seid, dass ihr noch ein zweites Produktionsgebäude davon habt, damit ihr aus dem einen produzieren könnt und aus dem anderen ja, die Entwicklung andrücken könnt. Aber meistens schafft man es als Delhi, seinen Gegner schon im Feudal Age ziemlich an die Wand zu zwingen. Und mit dieser Build Order habt ihr da auf jeden Fall gute, gute Möglichkeiten, euren Gegner zu besiegen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind am Ende der Build Order. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar. Ich bin immer neugierig auf eure Meinungen. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.